Zum nächsten Tagesordnungspunkt, der Tagesordnungspunkt 20, Änderung und Neufassung der Richtlinien zur Gewährung des Dresden-Passes. Es gibt hier einen Bericht des federführenden Ausschusses, zu dem es zwei Änderungsanträge gibt. Die Änderungsanträge im Rahmen der Fraktionsrunde oder vorher? Fraktionsrunde, okay. In der Fraktionsrunde beginnt die Fraktion Die Linke, Frau Lenz. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Beigeordnete, liebe Kolleginnen aller demokratischen Fraktionen, liebe ZuschauerInnen auf der Tribüne und liebe ZuschauerInnen, bei denen das sächsische Internet zu Hause für den Livestream ausreicht. Wir reden heute über die Veränderungen bei der Vergabe des Dresden-Passes und auch über Veränderungen bei den Angeboten des Dresden-Passes. Ja, da der Pass seinen Geburtstag im September 1993 noch liegt der Geburtstag noch vor meinem eigenen. Deswegen kann ich leider nicht aus persönlicher Erfahrung berichten, wie das wohl so gewesen ist und wie die Stimmung da so war. Aber was ich sagen kann und was ich sehen kann, ist, welcher Erfolg die Einführung des Dresden-Passes war. Denn zum 31. Mai 2019 haben etwa 26.500 EinwohnerInnen hier in Dresden diesen Pass in Anspruch genommen und etwa 65% davon haben auch das Sozialticket genutzt. Damit erhalten aber auch 26.500 Personen mit geringem Einkommen hier Ermäßigungen bei kulturellen Einrichtungen oder bei kommunalen Sportstätten und Bädern. Der Dresden-Pass ist also ein ganz wichtiges Mittel, um die Teilhabe hier am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Und diese Teilhabe wollen und müssen wir hier möglichst vielen Menschen in Dresden ermöglichen. Und mit der Erweiterung des Kreises der anspruchsberechtigten Personen auf die Wohngeldempfangenden können wir genau das tun, denn damit ermöglichen wir es tausenden weiteren Dresdnerinnen, die vielen Vergünstigungen des Dresden-Passes zu nutzen. Etwa 5.700 Haushalte hier beziehen Wohngeld, in denen dann 9.000 bis 10.000 Personen leben. Und das sind vor allem auch Menschen, die Rente beziehen, die dann auch wohngeldberechtigt sind. Und es werden von Jahr zu Jahr mehr Menschen, die Rente erhalten und von Armut bedroht sind. Das sind Probleme, die wir hier als Kommune natürlich nicht vollumfänglich lösen können oder auf kommunaler Ebene nicht vollumfänglich lösen können, aber wir können dieser Armut zumindest ein Stück entgegenwirken und es weiteren Menschen ermöglichen, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben hier in der Stadt teilzuhaben, wenn sie es sich sonst nicht selbst leisten können. Ja, Teilhabe ist auch besonders eng mit Mobilität verknüpft, der Weg zum Arzt, der Weg zum Supermarkt oder zur Familie am anderen Ende der Stadt. Und ohne die Möglichkeit, sich fortzubewegen und rauszukommen, besteht hier auch das Problem oder die Gefahr der Vereinsamung, was auch in Dresden ein immer größeres Problem wird. Mit dem Dresden-Pass wird dann aber mittels des Sozialtickets ein vergünstigter Zugang zur Mobilität gewährt und bei einigen Menschen kann das sogar dafür sorgen, dass sie sich überhaupt zum ersten Mal ein Bahnticket leisten können. Ja, neben dem Mobilitätsfaktor gehört aber auch die mietrechtliche Beratung und auch hier die Erweiterung der anspruchsberechtigten Personen zu den Errungenschaften in der neuen Richtlinie. Denn Rechte und Möglichkeiten werden wegen fehlender finanzieller Mittel oftmals gar nicht wahrgenommen. Und da nun auch das Austeilen der Gutscheine für diese Mietrechtsberatung durch das Sozialamt oder das Jobcenter entfällt, werden hier Verwaltungsabläufe natürlich deutlich verkürzt und auch entbürokratisiert. Das sind nicht die einzigen Verwaltungsabläufe, die hier entbürokratisiert werden. Und ich begrüße es wirklich sehr, dass mit diesem Antrag ein weiterer Schritt in Richtung digitale und moderne Verwaltung gegangen wird, in dem geprüft werden soll, wie die Vergabe des Passes an das E-Government-Gesetz angepasst werden kann. Ja, wir haben im Sozialausschuss auch uns mehrheitlich dafür ausgesprochen, der Beschlussempfehlung des Beirates für Menschen mit Behinderung nachzugehen, sodass der Dresden-Pass, der dann in einem Chipkartenformat daherkommen soll, auch barrierefrei gestaltet wird. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, dass wir die Verbesserungsvorschläge sehr begrüßen und möchte auch über die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses beantragen. Zum AfD-Antrag möchte ich gar nicht so viel sagen, denn Sie lassen nur wieder blicken, welche Gesinnung Sie hier eigentlich haben. Der Zugang zur Kultur ist auch eine integrative Maßnahme, aber gegen wen soll man dann noch hetzen können, wenn Integration funktioniert? Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Herr Drews.
Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Als erstes möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, dass der Dresdenpass für unsere Stadt auf jeden Fall ein großes Erfolgsmodell ist, was sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut bewährt hat. Er sichert Menschen mit wenig Geld oder ohne Einkommen gesellschaftliche Teilhabe, die Möglichkeit, in kulturelle Einrichtungen zu besuchen und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sich zu bezahlbaren Preisen durch die Stadt zu bewegen und mit der Abo-Monatskarte den öffentlichen Nahverkehr, die DVB, zu benutzen. Ich glaube, das hat in unserer Stadt schon sehr, sehr vielen Menschen geholfen, dieses Instrument. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es auch anerkannt ist, gut genutzt wird, in den letzten Jahren immer besser genutzt wird, vor allen Dingen seit wir das richtige Sozialticket mit der 50% Rabattierung auf die Abo-Monatskarte eingeführt haben und davon so viele Menschen in unserer Stadt profitieren. Ich würde mich freuen, wenn die hier heute vorgelegte Vorlage zu den Änderungen, sowohl was die Anspruchsberechtigten angeht, als auch was das Thema Mietrechtsberatung angeht, eine Mehrheit findet und angenommen wird. Auch wenn man natürlich das Thema Ausweitung der Anspruchsberechtigten, vor allen Dingen auf die Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld, durchaus kritisch diskutieren kann. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es von dem jetzt vorgeschlagenen Modell den großen Vorteil, dass die Menschen tatsächlich ihr Einkommen nicht mehr nachweisen müssen, so wie das wieder nach dem einen Paragraphen in der alten Regelung war, sondern jetzt reicht es tatsächlich, einen der Bescheide vorzulegen, die als Anspruchsberechtigung in der neuen Vorlage festgelegt sind. Und damit weist man sozusagen nach, dass man auch Dresdenpass berechtigt ist und muss eben nicht mehr vorrechnen, wie viel Einkommen oder wie viel Geld man hat. Es reicht, den Zettel vorzulegen, man muss sich nicht noch ein zweites Mal irgendwie finanziell nackig machen und zeigen, wie viel man hat. Auf der anderen Seite finde ich das Thema Wohngeld jetzt nicht unbedingt das allergelungenste Instrument, um tatsächlich zielgenau festzulegen, wer jetzt eigentlich bedürftige Menschen in unserer Stadt sind. Wir kennen das ja, oder alle, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, kennen das ja beim Thema Wohngeld. Da gibt es auch teilweise so absurde Regelungen, dass Menschen kein Wohngeld kriegen, weil sie zu wenig Geld haben. Und das Wohngeldamt der Meinung ist, davon kann man nicht leben. Und da das Wohngeld ein Wohnzuschuss ist und nicht dem Lebensunterhalt dienen soll, wird dann auch noch das Wohngeld verweigert. Da kann jetzt die Landeshauptstadt Dresden nichts dran ändern. Das ist andere gesetzliche Grundlage. Aber ich glaube, dass deswegen man das durchaus kritisch sehen kann, den Punkt mit dem Wohngeld als Berechtigung für den Dresdenpass festzusetzen. Auf der anderen Seite muss ich eben sagen, gibt es aus meiner Sicht zwar andere denkbare Varianten, die man da in dem Bereich machen könnte, wo man auch die Festlegungen treffen könnte, wer hier anspruchsberechtigt ist. Da hat aber auch die Debatte im Ausschuss nicht ergeben, dass wir uns da auf eine andere Variante einigen können, die besser ist und da tatsächlich einen Konsens hinbekommen. Und da ich nach wie vor großer Fan davon bin, dass sich die Leute nicht dauernd, um soziale Leistungen zu bekommen, vor Behörden und Ämtern finanziell ausziehen müssen und nachweisen müssen, wie wenig Geld sie doch haben, werde ich dann am Ende und meine Fraktion auch dann doch der Vorlage auch trotz der Regelung mit den Wohngeldantragsberechtigten zustimmen, weil ich glaube, dass wir damit trotz allem am Ende Menschen, die es gebrauchen können, den Zugang zum Dresdenpass und damit gesellschaftliche Teilhabe und auch eine bezahlbare Mobilität in unserer Stadt ermöglichen werden. Und ich würde mich freuen, wenn die Mehrheit des Stadtrates das auch tun wird. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Herr Blüthner. Ja, Neuregelung Dresdenpass, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Für uns ist die Vorlage in der Form nicht zustimmungsfähig. Die Neuregelung beinhaltet durchaus Punkte der Vereinfachung, die man mitgehen kann, aber sie beinhaltet auch eine deutliche Ausweitung der Anspruchsberechtigten durch insbesondere die Hereinnahme der Wohngeldempfänger. Das ist für uns kein zielgerichtetes Argument. Auch wer beispielsweise sehr wenig Wohngeld erhält, fällt rein. Und Herr Drews hat aber dann recht, oder beziehungsweise es gibt da eine sehr einfache Variante, um das dann wieder zustimmungsfähig zu machen. Entsprechend da auch unser Änderungsantrag. Wir streichen entsprechend die Wohngeldempfänger als Anspruchsberechtigte bei dem Dresdenpass raus.
ist letzten Endes eine Ausweitung auf einen Personenkreis, wo nicht dringend die Notwendigkeit der Sozialleistung Dresden-Pass erkennbar ist. Das ist nämlich, die Ausweitung ist mit einem hohen Kostenblock verbunden. Es entstehen zusätzliche Kosten, die von knapp 500.000 Euro entsprechend in der Vorlage beziffert werden. Das sind vor allem für die ermäßigtes DVB-Ticket, was aktuell aus dem Sozialhaushalt aus anderen Posten querfinanziert wird. Weitere Mehrkosten, beispielsweise durch die Ermäßigung einzelner Kultureinrichtungen oder Ähnliches, konnten gar nicht erst beziffert werden. Das heißt, da ist auch noch ein Block, der unklar ist, in welcher Höhe dort auch noch mehr Mindereinnahmen entsprechend entstehen. Wir haben insgesamt auch in den Folgejahren, kommenden Jahren, schwierige Einnahmensituationen, haben relativ viele steigende Kosten im Haushalt, haben beispielsweise Probleme bei den städtischen Kliniken oder auch zukünftig bei der DVB. Viele weitere Wünsche sollen auch zukünftig mitkommen. Daher sollte man das nicht mal eben in so einer Neuregelung mit reinnehmen, zusätzlich Kosten verursachen, weil wenn wir das jetzt einmal drinstehen haben, werden wir auch langfristig diesen Kostenblock vermutlich mitschleppen, weil wir dann nicht jedes Jahr wieder aufs Neue diskutieren werden, ob wir es rausnehmen. Daher aus unserer Sicht quasi eine Ablehnung, wenn nicht entsprechend die Wohngeldempfänger rausgestrichen werden. Und dann, wenn man doch bei einer Haushaltsdebatte entsprechend Budget übrig hat, kann man immer noch mal schauen. Aber für uns ist das in der Form nicht zustimmungsfähig und wir bitten entsprechend unserem Änderungsantrag zur Herausstreichung der Wohngeldempfänger zuzustimmen. Dankeschön. Für die Freien Wähler, Herr Hannig. Verzichtet. Dann Grüne, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, vieles von dem, was auch meine Position gewesen wäre, ist vom Kollegen Drews gesagt worden. Ich möchte aber betonen, dass diese Vorlage eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass wir in den Ausschüssen im Stadtrat gerungen haben, auch mit der Verwaltung, um tatsächlich eine gute Lösung. Wir sind uns darüber einig, dass der Dresden-Pass, auch insbesondere die damit verbundene Berechtigung für das Sozialticket in mehrfacher Hinsicht, was die Teilhabe an der Gesellschaft angeht, für Menschen mit wenig Geld eine sehr sinnvolle Angelegenheit ist. Und es ist eine Erfolgsgeschichte, fraglos. Und sie sichert vor allen Dingen auch zu einem ökologisch sehr wünschenswerten Bereich Mobilität zu bezahlbaren Preisen. Und nachdem dieser Stadtrat in der letzten Woche es nicht hingekriegt hat, gerade für die Dauerkarten im nächsten Jahr die Preiserhöhung nicht hinzukriegen, ist es sogar, bietet es sich nahezu an, für diejenigen mit wenig Geld hier an dieser Stelle auch den Personenkreis zu erweitern. Was ist der wesentliche Bestandteil dieser Erweiterung neben den Dingen, die im Bereich Mietberatung und so weiter gesagt wurden? Wir haben bisher die Regelung, dass anspruchsberechtigt faktisch diejenigen sind, die Leistungen, also die Transferleistungen erhalten. Plus noch einem Teil von Menschen, die auf Antrag, weil sie eben nur einen bestimmten Prozentsatz oberhalb dieser jeweiligen Sozialsätze Einkommen erzielen, die dann auf Antrag auch berechtigt wären. Nun macht diese Vorlage eigentlich etwas, was alle Seiten, übrigens auch die FDP normalerweise, gut finden würden, nämlich genau diesen Teil dieser Einzelprüfung, der sehr aufwendig, auch für die Verwaltung und für die Betroffenen aufwendige Einzelprüfung quasi abzuschaffen und eine Personengruppe einzuführen, die eben künftig berechtigt ist, diejenigen der Wohngeldempfänger. Ja, Kollege Blödner, Kollege Drews hat auch schon darauf hingewiesen, das ist ein nicht ganz unkritisches Instrument. Auch wir sind in mehrfacher Hinsicht der Meinung, dass als zielgenaue Definition von vielleicht auch Bedürftigkeit oder der Notwendigkeit, Menschen zu unterstützen, Wohngeld alleine, vielleicht eine schwere Bemessungsgrundlage ist. Und darüber haben wir in der Tat im Ausschuss auch gerungen, haben auch nach Lösungen gesucht. Und ich will auch gerne zugestehen, dass mir die Regelung, wie sie in Leipzig gilt, wo also Menschen die Transferleistung bekommen, beziehungsweise dass dort die Berechtigung für den Leipzig-Pass so ausgelegt wird oder so geregelt ist, dass man 50% über dem Sozialeinkommen verdienen darf und dann auch noch einen Anspruch haben darf, eigentlich die gerechtere Möglichkeit darstellt. Aber, und darauf muss einfach hingewiesen werden, wenn wir dies auch nur annähernd hier in Dresden so machen würden, wäre dies mit einem riesigen
Bürokratieaufwand verbunden. Und dann müssen wir am Ende, trotz der Bedenken, die da sind, und trotz des Umstandes, und das ist zum Beispiel auch in der Vorlage meines Erachtens nur ungenügend eingepreist, dass wir über das neue Wohngeldgesetz, das ab 1. Januar nächsten Jahres Gültigkeit hat, haben wird und die Bundesregierung selber davon ausgeht, dass ca. 120.000 berechtigte Wohngeldempfänger mehr dazukommen, insbesondere in den großen Städten, nämlich dort, wo die Mieten auch in den letzten Jahren stärker gestiegen sind, wissen wir in der Tat noch nicht ganz genau, welche Auswirkungen es haben wird. Dennoch, werte Kolleginnen und Kollegen, dennoch muss man sich in der Politik manchmal entscheiden. Und wir haben uns am Ende entschieden gegen eine sehr bürokratische, den Menschen nackig machende, so wie es Vincent Drees formuliert hat, Regelung der Einzelfallprüfung hin zu einer Bemessung, die eindeutig ist, die keine weitere bürokratische Prüfung erfordert, nämlich wenn jemand einen bewilligten Wohngeldantrag hat, also Wohngeld bewilligt bekommen hat, soll er auch Anspruch auf den Dresdenpass haben. Es mag nicht die beste Lösung sein, aber es ist auf jeden Fall zum gegenwärtigen Zeitpunkt die bestdenkbare. Und deshalb bitte ich Sie, diesen Antrag mit, die Vorlage und diesen Antrag mit zu unterstützen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion, Frau Walter. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Dresdner Stadtrates, liebe Bürgerinnen und Bürger, unser Baby wird groß. Ja, der Dresdenpass ist und bleibt ein Kind der CDU. So manche haben sich in den vergangenen Jahren die Idee des Dresdenpasses angeeignet. Es ist auch grundsätzlich gut, wenn wir alle gemeinsam uns Gedanken machen, wie wir mit die Situation tatsächlich auch hilfsbedürftiger Menschen verbessern und ihnen auch Unterstützung an die Hand geben. Wichtig dabei war uns immer die Idee, mit diesem Instrument nicht etwa ein bequemes Leben bequemer zu machen, sondern Menschen, denen die finanziellen Möglichkeiten fehlen, Leistungen anzubieten, die es ihnen ermöglichen, ihre Situation dauerhaft zu verbessern. Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben, Angebote zur Mobilität, zur Kulturförderung, zur Nutzung kommunaler Sporteinrichtungen und vieles andere mehr. Unter diesem Gesichtspunkt begrüßen wir die Erweiterung des Anspruchskreises auf Bürgerinnen und Bürger, welche zu den sogenannten Schwellenhaushalten gehören und niedrige Einkommen beziehen. Als Stadtratsfraktion stehen wir deutlich hinter dem Grundsatz, Leistung muss sich lohnen. Und das unterstützen wir auch mit unserer Zustimmung zum Votum des federführenden Ausschusses. Vielen Dank. Nächstes AfD-Fraktion, Herr Gilke. Sehr geehrter Herr Aster, Bürgermeister, verehrte Stadträte, wir haben einen Änderungsantrag gestellt, der den Anlage 1, Paragraph 2, Absatz 2, Punkt F rauslöscht. Warum wollen wir das so tun? Es betrifft dabei eigentlich zwei Menschengruppen. Eine Menschengruppe sind Menschen, die im Asylbewerberverfahren sind, deren Entscheidung noch aussteht. Und die zweite Gruppe sind die Geduldeten. Das sind die, deren Antrag abgelehnt wurde und die ausreisepflichtig sind. Warum wollen wir das nicht? Weil es einfach nicht nötig ist. Für die, die im Verfahren sind, die sind gut versorgt, die bekommen, was eigentlich alles nötig ist. Es gibt keinen Grund, die Zusatzleistungen, die auch Geld kosten, noch zusätzlich hinzuzubringen. Insofern Dresden sich das nicht raussucht, weil wir kriegen es ja zugewiesen. Und den Geduldeten wollen wir keine zusätzlichen Anreize geben, weil letztlich gesehen ist deren Pflicht die Ausreise. Und auch das wollen wir mal ernst nehmen und auch mal so für uns wahrnehmen, weil die Verwaltung, das BAMF hat entschieden, der Antrag wird abgelehnt. Daraus ergibt sich ein Ergebnis. Davon müssen wir leben. Und im Vorfeld, wenn es dann nachher wieder heißt, die Bösen von der AfD, kommen Sie dann bitte mit Fakten und nicht nur mit dumpfen Beleidigungen. Ich bin auf Ihre Fakten gespannt. Grundsätzlich ist es zu sagen, es ist eine Schande, dass so etwas nötig ist. Und da fällt mir das Zweite ein, danke SPD für Hartz IV. Zum FDP-Antrag. An anderer Stelle wird Geld ausgegeben ohne Ende, wo es egal ist, wie viel Geld es ist. Und hier werden Leute, die Wohngeld bekommen, und das ist jetzt nicht unbedingt die Situation, dass es den Leuten wahnsinnig gut geht, dass die mit Geld um sich schmeißen können, jetzt wollen sie die rausnehmen. Wo ist da die soziale Komponente? Also Entschuldigung, die FDP verstehe ich gerade gar nicht mehr. Ich bin da gespannt, ob da noch mal irgendwas Substanzielles kommt.
Vielen Dank. Die Rednerliste ist damit abgearbeitet und wir können ins Abstimmungsverfahren eintreten. Wir haben zu dem federführenden Ausschussbericht zwei Änderungsanträge, die ich der Reihe nach abstimmen lasse. Ich rufe zunächst den Änderungsantrag der FDP auf und bitte um Abstimmung. Dieser ist bei 8 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Ich komme zum Änderungsantrag der AfD-Fraktion und bitte um Abstimmung. Dieser ist bei 16 Ja-Stimmen, 53 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Und ich rufe schließlich den nunmehr unveränderten Bericht des federführenden Ausschusses zur Abstimmung. Dieser hat bei 48 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen ohne Enthaltung die Zustimmung erfahren.